So Leute, dann würde ich sagen, hallo und willkommen zu einem neuen Stream und einer neuen Let's Play Folge. Wieder eine live aufgezeichnete Folge zu The Witcher 3. Ich habe einfach momentan noch einen ziemlich großen Back-Catalog an nicht veröffentlichten Stream-Folgen. Deswegen werden jetzt hier quasi noch Witcher und Wasteland und auch Final Fantasy Folgen, die eigentlich Let's Plays sind, in Streams teilweise aufgezeichnet. Das soll aber auf lange Sicht nicht so bleiben. Wenn erstmal die Streams abgearbeitet sind auf dem YouTube Let's Play Kanal, dann werden die Streams wahrscheinlich, so ist jetzt aktuell zumindest mein Plan, als Random Drop Format genutzt im Grunde, und die Let's Plays sind Let's Plays. Also Witcher, Final Fantasy, Wasteland 3 und was auch immer danach kommt, soll wirklich zu festen Let's Play rein werden. Dass die jetzt ab und zu gestreamt werden, ist wirklich nur gerade organisatorisch notwendig. Und danach soll das wirklich quasi, sollen die Streams zu einem Random Drop Format werden. Und dann eben auch die Random Drops auf dem Let's Play Kanal füllen. Das ist zumindest so der Plan. Hallo Metatron. Sadala, Metatron, danke fürs Abonnieren. Yeah, 21 Monate lang. Da fällt wieder ein Abo-Bommel ins Glas. Schön. Cool, dann machen wir jetzt weiter mit The Witcher. Wild Hunt, ne, Wild 3 Hunt, genau. Wir haben unser Alchemielabor gefunden, in dem wir ein ganz neues Skillsystem entdeckt haben. Ne, warte mal, das ganz neue Skillsystem haben wir bei einer anderen Quest entdeckt. Was haben wir hier gleich nochmal entdeckt? Ich glaube, hier können wir... Ah ja, genau. Hier können wir diese seltsamen Monster-Artefakte, diese Monster... wie heißen sie? Mutagene in normale, in neutrale Mutagene umwandeln. Genau. Ja, unser Weinkeller. Hier ist irgendwo ein Weg zur Kanalisation, wo anscheinend ab und zu mal Vampire rauskommen, wie wir im Intro zu diesem DLC gelernt haben. Hi, Desert Railgun. Das würde mich jetzt beunruhigen, wenn ich da wohnen würde, aber ich bin andererseits auch kein Hexer. Wahrscheinlich ist der halt so ein kleiner Vampir, der ab und zu mal nachts in seinen Keller rumkriecht zum Frühstück. Insofern... ist wahrscheinlich eher so ein bisschen Training, dass er, ne, auf Zack bleibt. Ich fänd's gruselig. Ich möchte nicht diesen Weinkeller. Bitte. Außer wenn ich Bedienstete habe, die den dann für mich begehen. Ich hätte gerne einen abgeschlossenen, zugemauerten Keller, in dem keine bösen Monster nachts irgendwie raufkriechen. Ich meine, ich finde schon mal gut, dass mein Keller keine direkte Anbindung ins Haus hat. Das lässt mich ein bisschen sicherer fühlen, muss ich sagen. So, die Hausdekoration, ne? Ich finde es ein bisschen enttäuschend, aber hey, was habe ich denn auch erwartet? Ganz cool bleiben. Ich kann ein paar Bilder aufhängen, ein paar Rüstungen, passt schon. Ich habe halt gleich wieder, ich wollte halt schon wieder Minecraft-Blöcke stapeln und, ne, alles selber designen. Aber das ist hier eben Witcher und nicht Minecraft. Passt schon. Reden wir mal nochmal mit Haushofmeister. Weil der haushohe Haushofmeister hat, glaube ich, noch ein paar Upgrades für uns, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon ein Labor, sie zu knechten. Aber ich verstehe, dass das Hi, für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Vengerometer... Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hoch erfreut, dass du es entdeckt hast. Na, dann sind wir... Der spielt... Haben wir mit dem schon Gwent gespielt, mit unserem Haushochmeister? Ich glaube nicht, oder? Der lässt uns bestimmt gewinnen, ne? Das finde ich nicht gut. Spiel um dein Leben. Mir geht's gut, Mr. Hawkeye. Ich hoffe, dir oder euch auch, die ihr zuseht. Aber spielen wir mal eine Runde Gwent gegen unseren Haushochmeister. Hast du schon mal Gwent gespielt?
BB? Eine amüsante Frage, Herr. In jungen Jahren war ich ziemlich gut, aber das ist lange her. Heute beschränkt sich mein Interesse auf Sammeln. Inzwischen nenne ich eine große Sammlung an Kartensätzen mein eigen. Klingt interessant. Würdest du mir zeigen, was du so hast? Gerne, Herr, aber nur in Aktion. Sind ein, zwei Partien genehm? Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Ach, das ist mir egal. Überrasch mich. Eigentlich nicht. Du wählst aus. Gut, dann spielen wir einfach mit dem Deck, mit dem wir jetzt immer gespielt haben. Das hat uns durch das große Gwent-Turnier geführt. Das wird uns hier auch... Hey, ich glaube, den hatten wir noch nie auf der Hand. Den habe ich schon so lange in meinem Deck und wir hatten ihn noch nie auf der Hand. Den spielen wir. Du, Rittersporn, dich weiß ich nicht, ob wir dich wollen. Ich habe irgendwie keine so tollen Karten, ne? Spekuliere ich auf das dynamische Trio? Traue ich mich? Ich traue mich mal. Nein, kann ich vergessen. Weg mit dir. Aber das Boot... Ah, wirklich, keine guten Karten. Was kann der gleich nochmal? Zoomen! Die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld werden getötet. Okay, 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 okay. Aber sich selbst mit eingeschlossen, ne? Das habe ich nämlich schon mal... Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Gut, gut. Dann spiele ich jetzt mal unsere gute Kuh. Die macht Mu. Steht unter der Karte. Muss so sein. Hä? Was hat der jetzt gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich hab's nicht. Was macht denn seine Spezialfähigkeit? Kann ich mir das anschauen? Schau dir drei zufällig gewählte Karten aus der Hand deines Gegners an. Okay. Pff. Das macht vielleicht ein bisschen Sinn, wenn man menschlicher Spieler ist. Aber ich glaube nicht, dass die KI ernsthaft irgendwas damit anfangen kann. Glaube ich nicht. Wer weiß, wie die wirklich funktioniert. Wer weiß, ob die weiß, was ich auf der Hand habe oder nicht. Oder keine Ahnung. Aber ich glaube es nicht. Jojo. Wenn ich den jetzt spiele, zerstöre ich zwar meine Karte, aber ich zerstöre auch alle seine Karten, weil er momentan nur Dreierkarten hat. Und eine davon ist eine Karte... Ne, warte mal. Ach, wisst ihr was? Okay. Warte mal. Hä? Die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Ach, jetzt verstehe ich die Karte, glaube ich. Der zerstört die stärksten... Oder die stärksten, wenn es Gleichstand gibt, Karten auf dem ganzen Schlachtfeld. Aber nicht jetzt sowohl von meinem Gegner als auch von mir, sondern nur quasi egal, auf welcher, wo die liegen. Ja, ja, ich verstehe jetzt. Aber jetzt hat er mir einen Spion drüber gelegt, der eigentlich stärker ist wie alles, was ich mir in meinen kühnsten Träumen erträumen lassen könnte. Das ist schon gut. Mache ich ihn jetzt? Soll ich einfach passen? Nee, oder? Spielen wir die Runde? Hier, Held. Zack. Weil meine beiden Nullerkarten werden ja erst in der zweiten Runde interessant. Ah, er passt. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt hat er 9 Karten, ich habe 6. Das ist natürlich, hätte ich doch mal lieber gepasst, ne? Guter Zug. Zum Glück habe ich eben meine beiden Karten auf dem Spielfeld. Das heißt, technisch gesehen steht es nicht 9 zu 6 Karten, sondern 9 zu 8 Karten in der nächsten Runde. Weil ich ja meine 2 behalte. Insofern, ne? Immerhin. Passt schon. Yeah! Guck dir das an! What? Nicht schlecht. Kein schlechter Start, würde ich sagen. Das soll der erstmal übertrumpfen. Mein werter Gegenspieler. Oh yeah. Jetzt zeig mal, was du kannst. Mr. Gegner. Da steht nur Gegner. Warum steht denn da, wo Gegner steht, nicht der Name von meinem Gegner? Aber der hat ihn vorher BB genannt. Das muss ich mir merken. BB ist gut. BB kann ich mir merken. BB. Besser als sein echter Name. Bartholomäus Bertelsbacher oder so ähnlich. Das kann ich mir nicht merken. Wie wäre es, wenn wir den mal verstärken? Oh yeah. Ich glaube, der hat keine Chance. Der hat noch 8 Karten, ey. Ich sollte mich nicht zu früh zum Sieger küren. Das kann ganz böse noch nach hinten losgehen. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Vorsichtshalber, glaube ich,
beschwöre ich jetzt mal... Oh, nein, okay, ich habe es mir anders überlegt. Nein, warte, das mache ich nicht. Ich beschwöre vorsichtshalber unseren Hahn wieder, unseren goldenen. Weil nächste Runde wird er dann nochmal zu einem Stärke-Elf-Monster. Nur für den Fall. Oh, das ist natürlich bitter. Aber nicht so bitter. Nur ein bisschen bitter. Mittelbitter. Ah, das ist jetzt aber echt bitter. Ich wollte gerade passen, weil ich mir dachte, jetzt macht keine Karte, die ich noch spielen kann, wirklich einen Sinn. Und jetzt hat er mich übertrumpft. Wenn ich jetzt passe, gewinnt er. Dann muss ich noch ein bisschen ihn unter Druck setzen. Ja, das war doof von ihm, weil jetzt kann ich passen. Er muss noch eine Karte spielen. Ich krieg den Hahn. Ich habe noch eine Karte. Und meine... Was ist eigentlich gleich nochmal meine Anführerfähigkeit? Einheiten verlieren bei schlechten Wetter nur die Hälfte ihrer Stärke. Das stimmt aber jetzt hier in dem Fall nicht. Weil er hier verdoppelt die Stärke. Und dann verlieren die... Ach so, doch, das stimmt. Ja, ja, klar. Das ist schon richtig. Okay, ich passe. Das wird jetzt eine verzwickte letzte Runde, ey. Das wird hart. Hi, Stargater. Hallo. Das wird jetzt verzwickt, glaube ich. Warte mal. Unentschieden? Warum hat der Gegner die Runde gewonnen, wenn unentschieden ist? Ist das eine Nilfgaarden-Spezialfähigkeit hier? Ich weiß das nicht. Ah, jetzt kriege ich ausgerechnet den Hahn wieder. Jetzt habe ich ausgerechnet den Hahn und den Spion wieder hingelegt. Das ist Worst-Case-Szenario. Wirklich. Verdammt. Außer, es sei denn, mindestens 10. Mist, ich hoffe, der hat noch eine Nahkampfeinheit. Wenn der noch eine Nahkampfeinheit hinlegt, irgendeine, mit Stärke 1 mindestens, jawohl, dann passt's. Dann gewinnen wir wahrscheinlich. Kabam, nämlich. Sodala. Aber das hätte jetzt auch ganz schnell nach hinten losgehen können. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, warum die so stark sind. Doch was werden die denn hier so verstärkt? Ich habe hier überhaupt keine Trompete und nix. Machst du das? Nö. Machst du das, Hahn? Wenn diese Karte aus dem Schlachtfeld entfernt wird. Nö. Ich habe keine Ahnung, warum die beiden jetzt irgendwie doppelt so stark sind, ehrlich gesagt. Wirklich, keine Ahnung. Aber ich hätte auch so gewonnen. Naja, das war ein harter Kampf. Das hätte in der letzten Runde ganz schnell... Zum Sieg. Wollen wir weiterspielen? Von mir aus nochmal, noch einmal. Er hat gesagt, 2 Spiele will er spielen, oder? Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Überrasch mich. Eigentlich nicht. Du wählst aus. Los geht's. Eine Runde geht noch. Dann geht's wieder auf ins Abenteuer. Aber zum Aufwärmen erstmal ein bisschen Gwent spielen ist nie verkehrt. Nein, auf keinen Fall. Oh, da Olaf. So eine überpowerte Karte. Ich mag Olaf. Olaf rockt übelst. Der ist nämlich nicht nur saustark, was eh schon alleine ziemlich mächtig wäre, sondern der hat auch noch die Fähigkeit, dass alle Einheiten in der Reihe um 1 verstärkt werden. So, aber was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich halte den Ball mal ein bisschen flach hier. So. 2 kleine Bötchen. Aha, der benutzt gleich seine Trompete. Interessant. So, wenn ich den jetzt spiele, dann dürfte nur die 10er Einheit kaputt gehen. Genau. So, gut. Hat er jetzt davon. Ella Badge. Was spielt ihr im Chat so aktuell? Irgendwelche Geheimtipps, irgendwelche Empfehlungen? Oder auch einfach nur, was ihr halt so spielt? Nicht, dass ich Empfehlungen bräuchte, weil ich bin eingedeckt ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Spielen, aber nur so aus Interesse. Ich bin immer noch dabei, den Games Pass zu durchforsten.
und habe da einige Spiele gespielt, die ich ansonsten mit Sicherheit nie gespielt hätte, die echt ziemlich cool waren. Zum Beispiel habe ich jetzt zum ersten Mal Alice... Wie heißt das gleich nochmal? Wirklich der echte Titel? American McGee's Alice Reborn oder so. Ich weiß nicht, der zweite Teil von den Alice-Plattformen spielen. Und das ist echt ziemlich gut. Das ist schon ein bisschen älter, aber macht mir heute noch echt viel Spaß. Und das ist so ein Spiel, wo ich als Produzent, der nicht so monetär orientiert ist, sofort sagen würde, da machen wir ein Wild-like draus, einen Breath of the Wild-Klon. Das passt perfekt. Ich habe mir während des Spielens von diesem Alice-Spiel die ganze Zeit gedacht, dammit, da sind alle Mechaniken drin, die man braucht, um ein perfektes Wild-like zu machen. Das wäre super. Das wäre ein gutes Spiel, würde sich überhaupt nicht verkaufen, wäre ein finanzielles Desaster, würde ich sofort machen. Sodala, weiter geht's. Mr. Hawkeye spielt zurzeit New Vegas, will endlich mal ein Legion-Play machen. Ah, das könnte ich nicht. Ich versuch's immer wieder in solchen Rollenspielen quasi die Bösen zu spielen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Früher oder später bei der dritten, vierten wirklich bösen Entscheidung ist es dann immer so, dass ich mir denke, oh nein, ich kann's nicht. Ich kann jetzt nicht die böse Option wählen. Und dann bringe ich doch wieder zum Beispiel eben das ganze Legion-Lager um und lauf ganz schnell weg. Weinend. Immer das Gleiche. Ich hab's schon so oft versucht. Der mit seinen zwei Trompeten auf dem Spielfeld macht bekannt schön Druck. Ich glaube, ich sollte eigentlich passen. Glaubt ihr, wenn ich den jetzt noch spiele, geht er mir in die Falle und spielt auch noch eine Karte? Ich hoffe es. Wenn er jetzt passt, hat er meinen Plan durchschaut. Nein, er hat meinen Plan durchschaut. Nicht schlecht. Mit unserem Butler, mit unserem Haushochmeister ist nicht zu scherzen. Er ist ein wahrer Gwentmeister. Und der Matzer spielt gerade Gothic 1 und 2. Nice. Da kommt ja bald ein Remake, ne, zum ersten Gothic. Sehr, sehr gespannt bin ich da drauf. Gibt eine Menge Mods für. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das mittlerweile gut mit Mods versorgt ist. Ja, cool. Da bin ich gespannt auf das Remake. Ich habe die Demo auf dem PC gespielt und fand die sehr cool. Aber obwohl mein Laptop jetzt echt noch kein altes Eisen ist, ganz im Gegenteil, hatte der echt Probleme mit dieser Demo, mit dieser Gothic 1 Demo. Obwohl das Spiel jetzt nicht so überragend aussah. Aber ich habe dann zum Glück im Nachhinein gelesen, dass das wohl technische Probleme hatte. Und Release-Version wird natürlich viel besser und so weiter. Bla, bla, bla. Aber ja, genau. Da bin ich schon auch gespannt drauf. Ich bin ja auch sehr gespannt auf ein Elix 2. Ich hoffe, dass das nochmal wirklich kommt und so. Hab mal lang nichts mehr davon gehört. Aber ich denke, warum nicht, ne? Die wurden ja jetzt auch aufgekauft, ne? Von irgendwem. Die gehören jetzt zu irgendwem. Wer war denn das? War das THQ? Also, ne, die heutigen THQ Nordic-Kerle? Ich bin mir nicht mehr sicher, leider. Nach Gothic mache ich das neue Fallout New Vegas Mod. In der aktuellen Fallout Mod Szene muss ich mich, glaube ich, auch mal wieder umsehen. Aha, der holt die Karten nicht vom Friedhof, schade. Der passt und hat noch eine Karte auf der Hand. Das ist gut, weil ich habe Olaf. Egal, was der auf der Hand hat, ich habe Olaf. Do your worst. Ach so, ich muss anfangen. Na gut, trotzdem. Ah ja, und noch dazu habe ich die Fähigkeit, dass ich, weil ich Skellige bin, alle wieder beschwören darf und so. Insofern, na, ist eh schon gewonnen. Aber noch dazu habe ich Olaf. Sodala. Will ich sehen, wie der 19 Punkte mit einer Karte erreicht. Der Herr Haushochmeister. So haushoch kann er dann auch wieder nicht Karten haben oder so. Ich gratuliere zum Sieg. Wollen wir weiterspielen? Nein, Haushochmeister. Ich mag deine Brille, aber zwei Spiele sind genug. Später vielleicht. Ich muss noch was erledigen. Wie der Herr wünscht.
So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Mein Legion-Play besteht zurzeit daraus, dass ich eigentlich ein Freund der NCR bin. Ja, ja, es fällt mir wirklich immer schwer, ich kann das nicht. Ich meine, die NCR sind ein Haufen korrupter Bürokraten. Nachdem Dingsy gestorben ist, die erste Präsidentin, ist es steil bergab gegangen mit dem. Aber immerhin sind sie irgendwie eine Demokratie, die irgendwie sowas wie Menschenwürde hochhalten. Und dagegen halt dann die Legion als sklaventreibende, menschenverachtende Monster. Das geht halt nicht. Da kann ich nicht. Kann ich nicht. Was hältst du von der Besetzung von The Last of Us? Ich hab, also ich weiß jetzt nur von den beiden, ne, Joel und Ellie. Ich habe Game of Thrones nie wirklich geguckt über die ersten zwei Staffeln hinaus oder so. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Der eine spielt ja auch The Mandalorian. Ich habe keine Ahnung, wie gut die als Schauspieler sind, beide. Kann ich nicht beurteilen, weil ich meine, jeder könnte den Mandalorian spielen. Jetzt mal ehrlich. Da muss man kein super Schauspieler sein. Aber von der, ne, vom Aussehen, vom Typ her und sowas passen die, finde ich, sehr gut auf jeden Fall zu den Rollen. Gut gecastet sind die so vom optischen her definitiv. Aber vom schauspielerischen her, das kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich die zu wenig. Und sie eben, die Ellie-Schauspielerin, gar nicht. So. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Ein besseres Bett. Noch ein Waffenständer. Noch ein Rüstungsständer. Interessant, interessant. Aber kümmern wir uns erstmal um das Gästezimmer. Ich glaube, das ist das mit dem hässlichen Holzverschlag oben. Das hat mich von Anfang an gestört. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Das wäre ein Skandal, mein Guter. Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Aber Haushochmeister... Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Haushochmeister, wenn unangekündigter Besuch kommen würde, dann lassen wir die einfach in meinem Schlafzimmer schlafen und ich nehme das Gästezimmer und wir behaupten, das Schlafzimmer sei das Gästezimmer und das Schlafzimmer sei noch viel prunkvoller. Aber das kann er leider nicht sehen, weil das ist privat. Und dann sind wir aus dem Schneider. Was hältst du davon, Haushochmeister? Ich will ein besseres Bett. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, habe ich kein Geld mehr. Aber versuchen wir es mal. Bonus auf Vitalität. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Hätte dir Nicolas Costa, weil du nicht besser gefallen als Cole? Auch den kenne ich nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Optisch sehr nahe an Cole dran, aber wo hat denn der mitgespielt? Wartet mal kurz. Kenne ich alles nicht. Da kann ich auch nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Letztendlich muss man abwarten. Ne? Ich meine, selbst wenn ich die jetzt kennen würde... Schauspieler sind Schauspieler, die können, wenn sie gut sind, sehr viel von dem abweichen, was man von ihnen kennt.
Insofern, vom Aussehen her trifft er sehr stark den Videospiel-Joel. Das stimmt. Schauen wir mal. Ich gebe einfach mal aus, was ich habe, ne? Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Yeah. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stelle. Ehrlich gesagt habe ich alle interessanten Stücke verkauft. In der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. 500, das ist ein Schnäppchen. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Ich frage mich wirklich. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind. Ich frage mich wirklich, wie viel ich noch habe an Geld. Ich glaube nicht Gibt mehr viel. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ja, theoretisch vielleicht schon. Ich brauche mehr Rüstungsständer. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Oh, jetzt bin ich pleite. Ich muss darüber nachdenken. Ich verstehe, natürlich. Wie die geschätzte Herrin Evie Nibili so passend sagte, manche Dinge sollte man nicht überstürzen. Da hat sie recht, die Herrin. Ja, dann, das ist aber das Letzte, ne? 500 und dann kann ich mein Haus voll upgraden. Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Mich stört so. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. Ich meine, wahrscheinlich gehört das so. Und vermutlich haben die Entwickler sich da wirklich irgendwo inspiriert und so weiter, ne? Keine Ahnung. Aber für mich sieht das einfach so aus, als würde ein Knopf fehlen. Als wäre ein Knopf nicht zu und der drüber fehlt vollkommen. Und ich finde, es sieht bescheuert aus. Kann man da nicht einen Knopf noch einnehmen, bitte? Haushochmeister, hol einen Knopf. Mann, hole mir Knöpfe für meine Bluse. Jetzt schauen wir mal schnell. Weltkarte. Ich hätte nämlich jetzt ein bisschen Bock, einfach mal hier in der Gegend ein bisschen Fragezeichen abzuklappern. Und, oh, so viele neue Questbretter. Wir sollten die Questbretter auch abklappern, weil eventuell haben wir da noch niedriglevelige Quests. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal zu dem Fragezeichen einfach mal. Keine Ahnung. YOLO und so. Los geht's. Hast du gerade gepupst, alte Frau? Ich meine, es wäre nicht schlimm oder so, aber haben die eine Pupsmechanik in ihre NPCs eingebaut, dass NPCs ab und zu pupsen können? Ich fänd's super, wenn die eine Pupsmechanik hätten. Das fehlt eigentlich in so Open-World-Spielen, dass ab und zu mal Leute pupsen. Fliegende Katzen haben sie, immerhin. Nee, die fliegt gar nicht. Optische Täuschung. Optisch täuschende Katzen haben sie immerhin. Das wäre echt gut, ne? Dass jeder NPC so einen Algorithmus hat, nachdem er mit geringer Wahrscheinlichkeit und einem gewissen paar Timer dazwischen oder sowas einfach mal zufällig pupsen kann. Ich glaube, das wäre irgendwie lustig. Oh, das sind irgendwelche so großen Insektenmonster. Ich glaube, das kann nämlich für... Ich bin nämlich ein Vertreter der Theorie oder ein Vertreter des, wie soll ich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass Pupswitze auch heute noch sehr lustig sein können, wenn das Timing perfekt ist. Wenn die Situation und das Timing gut ist, dann sind Pupswitze zeitlos. Die meisten Pupswitze werden halt verbraten einfach, ne, die werden rausgehauen, die sind nicht gut. Aber ein guter Pupswitz, der ist immer lustig, der geht immer. Ein guter Pupswitz geht immer. Und ich glaube, wenn NPCs einfach zufällig ab und zu pupsen, könnte da einfach sehr viel unfreiwillige Komik entstehen. Oder was heißt unfreiwillige, aber zufällige Komik. Quasi zufällig generierte Komik. Einfach passieren. Gegen was zur Hölle kämpfe ich hier eigentlich? Ich esse lieber mal einen Knödel, glaube ich. Nein, ich habe den Knödel zu spät gegessen. Nein. Der Knödel konnte mich nicht mehr retten. Ich hab nach unten gedrückt, wie blöd. Ich wollte, dass er den Knödel isst. Aber er hat den Knödel nicht gegessen. Und wenn er es doch noch gegessen hat, kurz vorm Tod, dann hat er jetzt seinen letzten Knödel gegessen, Geralt. Vor lauter Pupswitz habe ich ganz die Energieleiste vergessen. Tja.
Stellt euch vor, ihr spielt irgendein Rollenspiel, ihr seid in einem Dialog, total ernst, die NPCs reden gerade so von wegen, oh, die Welt geht unter, keine Ahnung, und dann geht im Hintergrund ein NPC dabei vorbei und pupst plötzlich. Rein zufällig. Nicht, weil es gescriptet ist, nicht, weil das die infantilen Entwickler so wollten, sondern weil das aus der Dynamik der Welt und der Möglichkeiten der NPCs einfach so passiert. Ich fänd's genial. Naja. So, Haushochmeister. Haben wir jetzt Gwent gespielt? Ja, die ganzen Sachen, die ich angetragen ihm habe, die ganzen Upgrades sind in der Warteschleife. Da ist es schon wieder! Die alte Frau hat schon wieder gepupst. Was für Zeiten. Was für Zeiten, in denen alte Frauen einfach so irgendwelchen Hexern anpupsen. Was für Zeiten. Oder? Da kommt so ein Hexer mit Eselsohren, denkt an nichts Böses und plötzlich wird er von der Oma angepupst. Was für Zeiten, in denen wir leben. Wo? Was zur Hölle? Gegen was zur Hölle habe ich da eigentlich gerade gekämpft? Gekämpft. Ich kann nicht mehr reden. Konnte ich jemals reden? Ich glaube nicht. Wer meine Let's Plays schon länger verfolgt, der weiß das. Ich versuch's aber nochmal. Vorausgesetzt, ich laufe auch nur ansatzweise in die richtige Richtung gerade. Na, fast. Fast. Nur ungefähr 90 Grad falsch. Es ist noch im Rahmen. Genau. Ich kann keine ganzen Sätze formulieren und ich habe keinen Orientierungssinn. Das ist mein Kryptonit. Ansonsten bin ich quasi unfehlbar und perfekt. Aber das, ne? Das sind meine Achillesfersen. Okay, komische Blumenknospen. Was zur Hölle ist hier los? Okay. Leider sehe ich gerade unseren Gegner nicht und ich bin ziemlich vergiftet. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube, die Arme sind der echte Gegner und die Knödel sind nur Minen. Ich habe die ganze Zeit auf Minen eingehauen, auf Knödelminen. Jetzt müssen wir ein bisschen rumkugeln, damit wir ein bisschen Energie regenerieren. Und dann haue ich den zweiten Arm kaputt und weiche den Knödelminen aus. Oder eher Knospenminen. Oh, da sind nur noch zwei Arme. Ich dachte, einer ist schon tot. Geralt, was machst du denn da? Das sind Blumen, die muss man anzünden. Weißt du denn gar nichts? Ist das dein erstes Rollenspiel oder was, Geralt? Pflanzengegner sind immer anfällig gegen Feuer. Nein, schon wieder tot. Hey, diese blöden Knödelknospen. Verdammt, die sind echt ein bisschen böse. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt nochmal. Hey, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe den Schlüssel bei der Haustür stecken lassen, als ich heute die Post angenommen habe. Und die Merlin kommt gleich von der Arbeit nach Hause. Dann kommt die nicht rein und muss klingeln. Deswegen ziehe ich den schnell ab, während das lädt. Bin sofort wieder da. Wenn ich schon dabei bin, habe ich gleich die Balkontür zugemacht. Weil die ist noch offen gewesen. Für die Katz. Ach ja, soll ich es nochmal versuchen, gegen die Knödelpflanzen zu kämpfen? Ich bin ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich möchte sagen, demotiviert. Nach meinem zweimaligen Tod. Ha. Da! Wirklich! Die pupsen! Die alten Frauen pupsen in Witcher.
Ich denke schon drüber nach gerade. An meine Spielhistorie. Meine jahrzehntelange Spielhistorie. Ich war ein bisschen spät dran von meinem Geburtsdatum her, aber habe ja alles nachgeholt. Ich bin ja bewandert, was das angeht, bis ganz weit zurück zu Schneider und C64-Zeiten. Und ich glaube, ich habe noch nie einen NPC erlebt, der zufällig pupsen kann. Nicht als Gag und nicht gescriptet, sondern wirklich einfach zufällig. Aber die alten Frauen pupsen anscheinend immer. Das Pupsen ist scheinbar deren Sprachsample. Insofern zählt das nicht wirklich. Aber ich glaube, Pupsen gehört eigentlich nicht zum Repertoire eines Standard-NPCs. Eigentlich komisch. Eigentlich wirklich komisch. Warum eigentlich nicht? Ich versuche nochmal. Ich speichere jetzt hier. Dann ist es vielleicht nur 60% so frustrierend, wenn ich sterbe. So, und Geralt, jetzt will ich vollen Einsatz sehen. Ich will, dass du mit Igni alles anzündest. Na schau, funktioniert doch ganz gut. Ich will, dass du sofort einen Knödel isst. Und dass du immer in Bewegung bleibst. Geralt! Und nicht in so üble Kombos gerät. Alter, das ist aber auch krass, ey. Das ist aber auch krass. Okay, eine Blume weggehackt. Oh, jetzt cool bleiben, Geralt. Cool bleiben. Ich glaube, die Gegner sind besiegt. Wir dürfen jetzt nur nicht an der Vergiftung sterben. Die Blumen ziehen sich zurück. Die Sporen treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Die ganze Gegend will er jetzt zerstören. Krass. So. Naja, schau. Aber das war echt knapp, ey. Wirklich, das war schon wieder ziemlich knapp. Die sind echt nicht ohne. Ah, die beiden Tentakel kann ich einzeln ernten. Blip. Ich töte ja nicht gern Tentakel. Aber manchmal geht's nicht anders. Ich meine, die gehören quasi zur Familie, aber... Jede Familie hat so diesen seltsamen Onkel. Und das sind die Tentakel in meinem Fall. Nicht, dass ihr jetzt eure seltsamen Onkel töten solltet, Leute. Bitte, unterlasst das. Das ist bei Tentakeln ein Sonderfall. So, Dala, das war doch irgendwie auch was. Was man machen kann. So, ich hab's mir anders überlegt. Wir machen jetzt wieder unser altes Spiel niedriglevligste Quest zuerst, weil ich hoffe, dass uns diese niedrigleveligen Quests auch in die anderen Gebiete führen, wo wir, also die anderen Dörfer führen, wo wir neue Quests von den Tafeln ablesen können. Also ich glaube 36 gehört schon zu den mit niedriglevligsten, ne? Wie sieht es denn bei der Hauptquest aus? 39? Nö. Da haben wir noch genug, was wir gemütlich im Nebenquestbereich machen können. Auf romantischen Straßen erfuhr Geralt von einem ganz und gar uncharmanten und unromantischen Umstand. Nachts gab es auf dem Stadtfriedhof höchst pietätlosen, gellenden Lärm. Na, das schauen wir uns aber mal genauer an. Wahrscheinlich irgendwelche jugendlichen Edgelords, die cool sein wollen. Zumindest würde ich das in der echten Welt annehmen. Aber wer weiß. In der Welt von Witcher ist natürlich... stimmt ja. Ich habe es gerade für einen Moment vergessen, dass Witcher ein eigentümliches Schnellreisesystem hat. Nur von Schnellreisepfosten zu Schnellreisepfosten. Nicht von überall zum Schnellreisepfosten. Grau und zottelig, ja. Aber beim Turnier war er ohne Konkurrenz, da ist er sein Eckpferd. Braun, meins.
Ich brauche Orientierungshilfe. Danke. Riechst du das? Jeden sagt dasselbe. Wein, Wein. Geh zu einem Ritter und sag Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung schaut. Zudela, na dann. Wo? Da. Los geht's. Da müssen wir aber wahrscheinlich jetzt warten, bis es Nacht ist, ne? Wahrscheinlich. Die Zirpen grillen. Und ich finde den Eingang nicht. Alles Hallo. In Ordnung. Ja, dann. Dann ist ja gut. Jetzt hier zum Friedhof anscheinend. Wartet mal. Weinkippen und Nummern schieben. Das ist Toussaint. Hier stehen irgendwelche Gauner in der dunklen Seitengasse mit Messern. Ist das nicht unser Aufgabenbereich auch ein bisschen, Geralt? Ich meine, ich verstehe schon, Witcher sind Söldner, ne? Hexer sind so ein bisschen Söldner, aber... Die schicken einen Hexer nach dem Biest. Nägel mit Köpfen. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin zum ersten Mal in Toulouse hier. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine uralte Tradition, was die hier machen und nicht das Warten auf Opfer. Verdammt. Kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Wie geht's denn? Wie geht's denn, Totengräber? Ich dachte eigentlich, ich könnte den Totengräber jetzt ein bisschen was fragen. Das ist bestimmt irgendeine Orgie oder sowas, ne? Das ist jetzt der Gag bei der Sache. Wir kommen hier und denken uns, oh, hier von kämpft hier jemand. Also der Krach. Monster. Aber andererseits werden mir tatsächlich Gegner auf der Karte angezeigt. Naja, gut. Keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Kater, bitte nicht auf die... Er ist gerade auf die Tastatur getreten, aber ich bin noch online, oder? Es funktioniert noch alles, ja. Gut. Hier ruht Margot de Corentin. Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Louis de Corentin, gestorben am Sankt-Soatan-Tag. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Vielleicht ist es tatsächlich doch einfach nur was Langweiliges, Übernatürliches. Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Keine Monster, keine Grabräuber, nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Grabräuber? Hallo, Grabräuber. Schlechte Idee. Okay, jetzt reicht's mir. Wirbel, Zwirbel. Oh, okay, das war... Ja, so ist er halt, der Geralt, ne? Nee, nimm nicht die Schwerter von denen mit. Ich meine, come on. Als nächstes nehmen wir die Knüppel mit, oder was? Hau ab. Katze, was machst du denn hier? Ha, okay, das klingt komisch. Also, keine Ahnung. Befehl von Robin. Diese blöden... Was soll man... Was? Dieser blöde Furzer Bruce. Heißt der wirklich Furzer Bruce? Oder hat das Spiel mich belauscht, weil ich vorher die ganze Zeit über Pupsen der NPCs geredet hat und hat jetzt quasi instant in Echtzeit einen Pupswitz eingebaut in sein Spiel. Für mich. Soweit sind wir noch nicht, aber das kommt noch, das kommt noch. Technisch bald, wer weiß. Ne, so neurale Interface-Schnittstellen, Spiele, die dein Hirn auslesen und das machen, was du am wenigsten erwartest. Oder auch das, was du willst, obwohl du es gar nicht weißt. Gute KIs
und gute Neuronalschnittstellen und schon geht das. Wer weiß, ne? 20, 50, 200 Jahre und dann, wer weiß. Dieser blöde Putzer Bruce wollte uns wieder betrügen, aber diesmal kommt er nicht damit durch. Ich muss mal kurz Licht anmachen. Nimm eine Hacke und eine Schaufel und statte unserem lieben, verblichenen Anführer einen Besuch ab. Ihre Katzenvisage war schon zu Lebzeiten ein schlimmer Anblick. Beim bloßen Gedenken daran, sie jemals anzuschauen, kriege ich die blutige Scheißerei. Nimm die Juwelen und Perlen und sonstige Kostbarkeiten, die der Klappstuhl Bruce ihr ins Grab geworfen hat. Okay. Also wirklich Grabräuber, die ihre Ex-Bandenchefin quasi jetzt ausrauben anscheinend. PS, scheinbar hängt der Kerl seit Selinas Tod. Das ist so eine Batman-Referenz, ne? So ein bisschen. Ich meine, dass da jetzt eine Katze auf ihrem Grab sitzt und dann reden die von ihrer Katzenvisage und jetzt heißt sie auch noch Selina, wie Catwoman. Naja, okay. Aber das Grab ist offen. Aber da ist auch ein Skelett drin. Na gut. Ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn ich hierher komme und anstatt vier lebendige Grabräuber sehe ich vier tote Grabräuber, die blutig am Boden liegen. Und alles, was hier ist, ist eine Katze und dieser Brief. Das fände ich viel, viel, viel netter irgendwie, oder? Ja, wo muss ich denn hin, um Himmels Willen? Ach so, wieder da rein. Da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Aha, tatsächlich. Tür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Worüber streitet ihr? Worüber streitet ihr denn eigentlich? Schieb ab! Das geht dich nichts an! Ich könnte euch vielleicht helfen. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta! Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwint verwetten würde. Das war nur einmal. Verflucht. Es war ein Scherz. Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Haben eigentlich Geister schon immer so gewabert? Das fällt mir nämlich zum ersten Mal auf. Oder ist das ein neuer Effekt, ein neues Geistermodell? Man sieht es auf der Kleidung auch, aber gerade in den Gesichtern sieht man sehr stark, dass die so wabern, so komisch. Das ist mir neu. Aber gut. Wem gehört die Krypta rechtmäßig? Ich weiß nicht genau. Ich finde... Was... Naja, okay. Keine Ahnung.
Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den de Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn, tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwindkarten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nichts zu tun! Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Ich muss darüber nachdenken. Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Wonach er unverzüglich hinzufügte, denn für mich hast du nichts übrig. Ketzer, sei still. Mit dir rede ich nicht mehr. Nein, muss ich mich einfach entscheiden. Ich rede nicht mehr mit dir. Mein Lösungsvorschlag wäre nämlich gewesen, dass ich mit ihm Geisterquent spiele und dann mal gucke, um seine Krypta quasi. Als alter Spieler kann er nicht Nein sagen. Aber so muss ich jetzt, das ist jetzt wirklich eine blöde Entscheidung, die ich hier treffen muss. Wessen Urne nehme ich jetzt hier weg? Ich meine, im Endeffekt ist es nicht egal. Bring die Urne von Louis oder die von Margot aus der Krypta. Ja, wo bringe ich die denn hin? Ich brauche mehr Informationen. Ist es nicht im Endeffekt egal, wessen Urne ich wohin bringe? Dann haben beide ihre Ruhe voneinander. Oder? Ich finde doch bestimmt auch einen schönen Platz für ihre Urne jetzt noch, oder? Dann nehme ich jetzt ihre Urne mal. Dann kann er hier alleine seinen Karten nachtrauern. Keine Ahnung. Okay. Nein, halt! Und wenn es schon sein muss, dann bring mich doch bitte an einen erfreulichen Ort. Ist mir einerlei. Das war mein Wohin Plan. Willst du? Zum Grab meiner Mutter, auf dem alten Friedhof vor der Stadtmauer. Ein reizender Fleck nahe am Seeufer, mit ganz außergewöhnlicher Flora. Außergewöhnliche Flora. Wo genau ist das Grab? Unter den Armen einer Kastanie. Auf dem Grabstein steht ihr Name, Micheline Belle-Rose. Dass ich nicht auf Mama gehört habe, als sie mich vor diesem Lump gewarnt hat. Na schau, das klingt irgendwie nach einem Happy End, oder? Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich seine Urne genommen hätte. Kann ich die noch nehmen? Einfach so, um ihn zu ärgern? Nee, schade. Naja. Ah, endlich Ruhe. Dann bringen wir ihre Urne mal zum Grab ihrer Mutter. Warte mal. Finde das Grab der Familie blablabla auf dem alten Friedhof. Hol dir deine Belohnung dafür ab. Ach so, nö, bringen wir sie erst zurück, bevor wir uns irgendeine Belohnung abholen. Hä? Pünktchen, ihr verwirrt mich. Ach so, hier ist eine Tür. Okay. Pünktchen, ihr hattet wie immer recht. So, hier waren wir schon. Das hier liegt der Ort, unter anderem den Margot erwähnt hat. Jean-Luc Wo Picard. Ist denn das Grab? Unter nee. Einer Kastanie, hat Margot gesagt. Da ist er nicht. Ich finde ihn gerade nicht, aber ich bin wirklich gespannt auf die zweite Staffel Picard jetzt. Die erste hat mir nicht so gut gefallen. Die zweite hätte ich mir schon angeguckt, aber hat mich nicht interessiert. Aber jetzt
nachdem ich diesen Witcher-DLC gespielt habe und Jean-Luc Picard hier in der Witcher-Welt auf diesem Friedhof liegt, finde ich das schon wieder sehr interessant. War ja klar, dass du dich für den Gwent-Süchtel entscheidest. Wahrscheinlich deswegen. Eine unterbewusste Entscheidung. Ich wusste in der Quest wirklich nicht, weil keine Ahnung, nehme ich halt einen aus der Gruft, mein Gott. Wer weiß, ob es der nicht besser hat. Aber vielleicht war es unterbewusst, weil uns Gwent verbindet. Micheline Belrose. Das ist es. So, das war's. Ich meine, wenn ich es mir aussuchen könnte, ob ich mein ganzes Spiel mit Glücksspiel verliere oder mein ganzes Spiel irgendwie an irgendwie Scharlatane verschenke, die mir nutzlose Artefakte geben, dann verspiele ich es, glaube ich, lieber beim Glücksspiel, weil da habe ich wenigstens noch Spaß dabei. Von diesen Artefakt-Scharlatanerie-religiöse Glaubensausnutzmenschen hat niemand was außer die. Insofern ist das schon okay. Na gut, ich glaube, jetzt sind alle glücklich. Sie ist bei ihrer Mutter begraben. Er ist allein für immer. Bis in alle Ewigkeit. Und klingt toll. Und wir holen uns unsere Belohnung. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass sie jetzt nochmal aufploppt und sagt, oh danke, voll cool und so. Ja. Moment, kriege ich die Belohnung jetzt von dem Geist? Wohin führt mich denn jetzt der Questmarker? Anscheinend. Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen, wie du wolltest. Louis, bist du da? Ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut, du willst es nicht anders. Bring Louis dazu, sich zu zeigen. Stimmt. Ich will seine seltenen Gwent-Karten haben. Und wie bringe ich den jetzt dazu, sich zu zeigen? Indem ich seine Urne nehme? Ja, genau. Bitte, stell mich zurück! Ja, ich habe dich reingelegt. Ich habe keinen Schimmer, wo die Karten sind, aber ich denke mir was aus, bestimmt. Ich hab's. Dieser Schwertschmied Trentin, den hab ich beim Gwent mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert. Fein gearbeitet. Ich starb, ehe ich es holen konnte. Aber du könntest es haben. Sag ihm einfach, dass Louis de Corentin dich schickt. Der verblichene Louis de Corentin? Das könnte tatsächlich problematisch sein. Aber wenn... Wenn was? Sprich, Geist. Genau. Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Sie ist felsenfest überzeugt, dass er keine Karte mehr anfasst. Wenn sie erfährt, dass er immer noch spielt, dann kommt er in Teufelsküche. Danke. Okay. Ob ich die Karten bekommen hätte, wenn ich ihn weggebracht hätte? Ich weiß es nicht. Mir ist es komplett egal, wen ich da wegbringe. Warte mal. Achso, hier ist die Tür. Ah. Eine Kurtisane ist wie ein Rattenfänger. Nützlich, wenn die Muschel.